Information, Beratung und Unterstützung von Migrantinnen und Migranten, insbesondere geflüchteter Menschen, 1,3 Millionen Euro. Verbesserung von Selbstorganisation, Partizipation, Integration, Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten, 500.000 Euro. Interkulturelle Begegnung und Verständigung, interkulturelle Bildung und Öffnung von Organisationen, Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus, Förderung einer lokalen Willkommenskultur, Anerkennung für Zugewanderte und Geflüchtete, Förderung von Dialogformaten, gezielte Förderung von Integration von Migrantinnen und Migranten und so weiter und so fort. Das winken Sie alles mit durch. Das kann man machen. Das ist Ihre politische Agenda. Das kostet Millionen, viele, viele Millionen Euro. Und das fehlt an anderer Stelle. Es gibt Kliniken, die stehen wirklich am Rande einer Insolvenz. Es gibt Kliniken, die stehen am Rande eines Verkaufs. Und das ist wie immer in diesem Land nicht vom Himmel gefallen. Wir wissen alle, seitdem die SPD in diese Regierung eingetreten ist, wurden die Krankenhäuser sukzessive kaputtgespart.